meine Lieben, herzlich willkommen bei mir in meiner Küche zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich Mailänder Penne machen, also Mailänder Nudeln, wie der Deutsche so schön sagen würde. Das ist eine Soße, da ist so ein bisschen Parmesan mit drin, geräucherter Schinken, Champignons und Tomaten und dann noch ein paar italienische Kräuter, besser gesagt. Eigentlich ist es nur Oregano, Salz und Pfeffer. Aber ich habe das im Internet gefunden und es hat so lecker ausgesehen und sich angehört. Und dann habe ich gedacht, das muss ich doch mal mit euch zusammen machen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Als erstes brauchen wir eine Zwiebel, geschält und geviertelt, und eine Knoblauchzehe. Und das kommt jetzt in den Mixtopf und wird erstmal klein gemacht. Wie immer 3 Sekunden, Stufe 5. Dann müssen wir das runterschieben mit unserem Spatel. So, jetzt kommen eigentlich 250 Gramm geräucherten Schinken dazu. Ich habe aber 100 Gramm nur, weil ich möchte ja ein bisschen weniger Fleisch und Wurst und so weiter. Von daher habe ich gedacht, nee, komm, da reichen deine 100 Gramm. Du willst ja etwas einhalten. So, da gebe ich das einfach mal hier so wild durcheinander dazu. So, und das sollen wir jetzt auch noch mal klein machen. Und zwar 5 Sekunden, Stufe 5. Ich schiebe es gerade mal runter, ich kann es euch gleich mal zeigen, damit ihr das auch mal seht. Oh, die Zwiebel ist schon wieder so scharf, ich muss schon wieder ein bisschen weinen. So sieht es aus. So, jetzt muss ich auch mal gucken, ob ich hier überhaupt noch was erkenne. Jetzt brauchen wir 200 Gramm Champignons in Scheiben geschnitten. Die habe ich mir jetzt mal abgewogen. Das ist natürlich wieder meine Tiefkühlware. Wenn ihr frische habt, dürft ihr natürlich selbstverständlich frische nehmen. So, dann brauchen wir 50 Gramm Butter. Die wiegen wir uns jetzt mal schnell ab. 55, ja. Das bisschen macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. So, und das lassen wir jetzt 5 Minuten 100 Grad. Linkslauf, Stufe 1 andünsten. So, als nächstes geben wir eine Dose Tomaten dazu. Ich habe jetzt hier so Pizzatomaten, die schon so ein bisschen klein gehackt sind. So, jetzt kommen unsere Gewürze. Ein halber Teelöffel Pfeffer. Ups. Ein halber Teelöffel Salz, ein Teelöffel Zucker und ein Teelöffel Oregano. So, halt, ich mache noch genau, ein Esslöffel geriebenen Parmesankäse dazu. Das steht jetzt nicht im Rezept, aber ja, ich fand, das passt gut. Und das habe ich als auch schon bei Spaghetti mit Tomatensauce gemacht, dass ich einfach schon mal in die Tomatensauce ein bisschen geriebenen Parmesan mit rein habe. Das schmeckt auch sehr lecker. So, das sollen wir jetzt noch mal 9 Minuten. 90 Grad. Linkslauf haben wir noch drin, Stufe 1 garen. Und dann schmecken wir mal ab. So, jetzt können wir mal abschmecken. Also riechen tut es sehr, sehr lecker. Hm. Oh, das ist aber lecker. Bisschen Salz vielleicht noch. Aber wisst ihr, wie das schmeckt? So ein bisschen. Das erinnert mich an so eine Pizza. Ja, durch die Tomaten.
Und dann, wie wenn da Salami, Schinken, alles mögliche Pilze drauf wären, so schmeckt es. Also super. Richtig lecker. Also, finde ich super. Bin ich jetzt echt begeistert. Ich mache jetzt mal von allem noch ein bisschen was dran. Werde es noch mal kurz durchrühren. Ja. Noch mal kurz Stufe 1. 2. Genau. Linkslauf hatte ich noch drin. Noch mal abschmecken. Aber wirklich wahr. Das ging jetzt ja wieder ruckzuck. Habt ihr selber gesehen. Oh ja. Lecker. Nachher werde ich jetzt nur noch Penne dazu abkochen. Ihr könnt aber eure Lieblingsnudeln einfach nehmen. Und dann habe ich schon wieder mein Mittagessen fertig. Super. Also ich finde es gigantisch. Mir schmeckt es. Ich hoffe, euch schmeckt es auch. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Genießt das schöne Wetter heute noch. Morgen soll es ja schon wieder schlechter werden. Genau. Und dann sage ich Tschüss.